7 Tricks, mit denen du deine Songs in der Produktion deutlich abwechslungsreicher und interessanter gestalten kannst. Und wenn ich diese 7 Tricks vor 5 Jahren schon gekannt hätte, oh Gott, dann wäre aus meinen Songs wahrscheinlich doch der versprochene Welthit geworden. Um dir diese 5 Jahre zu ersparen, verrate ich dir heute meine 7 Tricks. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und heute wird es spannend. Wir schauen uns heute mal 7 Produktionstricks an. Also nicht Mixing-Tricks, sondern Produktionstricks, mit denen du deinen Song abwechslungsreicher und interessanter gestalten kannst. Wir schreiben ja eigentlich immer gute Songs, verlieben uns sehr in unsere Songs. Aber in der Produktion kann man noch dafür sorgen, dass der eigentlich gute Song noch deutlich besser wird. Und zwar, indem man den Song schön abwechslungsreich gestaltet. Das kann man normalerweise machen, indem man den Song schön dynamisch gestaltet in der Produktion. Dynamik bezeichnet ja eigentlich den Teil zwischen dem lautesten und dem leisesten Teil. Der Teil dazwischen, den nennt man Dynamik. Ich achte aber auch darauf, dass der Bereich Dynamik auch für Energielevel zählt. Das heißt also, Teile mit hoher Energie und Teile mit geringerer Energie sollen sich im Song abwechseln, um den Song schön dynamisch und abwechslungsreich für den Zuhörer zu gestalten. Wir wollen den Zuhörer ja darauf hinweisen, dass der wichtigste Teil, nämlich meistens der Refrain, gerne gehört wird und oft gehört wird. Und wenn wir dann so eine kleine Rampe bauen in den Song rein, zum Beispiel, dass die Strophe ein bisschen weniger Energie hat als der Refrain, dann sorgen wir dafür, dass wir den Zuhörer so dahin leiten, dass er den Refrain immer und immer wieder hören will. Und wenn er das macht, dann sprechen wir von einem Hit und dann haben wir das erreicht, was wir eigentlich wollten. Unser Song ist ein Hit. Naja, drücken wir mal alle Knöpfe und klopfen auf Holz dreimal auf Holz, dann soll das wohl klappen. Wir schauen uns heute auf jeden Fall 7 Tricks an, mit denen man da auf jeden Fall psychologisch hinarbeiten kann, in der Produktion schon. Und wir fangen einfach mal mit dem ersten an, der ist relativ selbsterklärend, aber manchmal wird er auch einfach vergessen, denn man kann natürlich unterschiedliche Energielevel generieren, indem man unterschiedlich viele Instrumente einsetzt. In der Strophe hat man weniger Instrumente, im Refrain hat man natürlich mehr Instrumente. Dadurch kann man natürlich schon unterschiedliche Energielevel kreieren. Wir schauen mal hier in dieses Beispiel rein, wo ich mal zeigen kann, wie ich mit verschiedenen Instrumentenmengen einfach schon Unterschiede zwischen Strophe und Refrain generiere. Los geht's. Ja, weniger oder mehr Instrumente. Man sieht es hier schon in meiner Session von meinem Song immer wieder. Wir haben hier ganz unterschiedliche Teile und wir haben, wenn ich sie mal benennen darf, wir haben ja einmal einen Refrain. Da ist eine ganze Menge los. Hier oben Percussion, dann gibt es ein Beat und jede Menge Zeugs da drunter. Wenn man daneben direkt mal auf die Strophe schaut, da ist deutlich weniger los. Das heißt, ich habe hier deutlich weniger Instrumente eingesetzt. Beim Drum hier oben ganz wenig eingesetzt, einfach nur den Beat. Beim Bass sogar nur eine Spur von zweien genutzt, irgendwie nur ein kleines Piano reingesetzt. Das heißt, ich habe die Varianz zwischen dem Refrain und der Strophe hier deutlich darüber gestaltet, dass ich weniger oder mehr Instrumente gemacht habe. Hier ist die erste Strophe, die ich markiere hier, ganz wenig Instrumente. Zweite Strophe, deutlich mehr, also ein etwas höheres Energielevel, aber man sieht immer im Refrain danach, dass da deutlich mehr los ist mit den Instrumenten. Dann habe ich hier im Zwischenteil nochmal einiges gegeben und habe trotzdem hier wenig Instrumente, weil hier einiges ausgegraut ist. Das habe ich dann einfach weggelassen. Und so sieht man dann, dass im letzten Refrain hier wirklich am meisten los ist. Wenn ich das mal so richtig zusammenschiebe hier mit dem, dann sieht man hier, dass im letzten Refrain alles spielt, was ich mir einfallen lassen habe und ganz, ganz viele Instrumente hier zusammengekommen sind. Das heißt, viele Instrumente im Refrain, viel Energie, wenig Instrumente in den Strophen, wenig Energie. Wenn man den Unterschied zwischen verschiedenen Parts klar machen möchte im Song, also auf psychologischer oder produktionstechnischer Ebene, dann kann man natürlich nicht nur mit der Menge an Instrumenten und mit dem Energielevel spielen, sondern man kann zum Beispiel auch mit der Stereobreite spielen, mit den Hörgewohnheiten. Man kann zum Beispiel dafür sorgen, dass die Strophe ein deutlich engeres Stereofeld hat als der Refrain. Das hat zur Folge, dass man in der Strophe eher so ein bisschen so mittel-amused ist, den Song so mittelgeil findet, aber wenn dann plötzlich das Stereofeld zum Refrain hin volle Pulle aufgeht, dann fühlt man sich wohlig in den Arm genommen als Zuhörer und wünscht sich sofort, ach, wenn die nächste Strophe kommt, hoffentlich kommt gleich wieder der Refrain, weil der klang viel besser. Viel besser bedeutet in dem Zusammenhang natürlich, dass das deutlich breiteres Stereofeld gewesen ist und man kann da mit unterschiedlichen Mitteln arbeiten, indem man zum Beispiel die Instrumente hauptsächlich in die Mitte reinmischt, indem man klassisch Mono bleibt, Schlagzeug, Bass, Gitarre und Piano vielleicht voll in die Mitte und dann zum Refrain hin verschiedene Instrumente nach links und rechts außen hart dazu gibt. Man kann aber auch mit Plugins zum Beispiel arbeiten, die zum Beispiel die Breite des Stereofeldes das einfach verändern. Das kann man dann automatisieren in der Strophe, zum Beispiel nur 70% Stereobreite und dann automatisiert man das einfach mal zum Refrain hin zu 100% Breite. Wie man das machen kann, zeige ich dir jetzt gleich mal in der Session. Wir schauen mal, wie ich das geregelt habe. Mono und Stereo, ganz wichtige Teile auf jeden Fall auch im Refrain. Wir hören mal hier kurz rein in den Song immer wieder, wie ich das gestaltet habe hier bei einem Refrain. Wie du hier sehen kannst, ist ja eine ganze Menge los. Wir kommen hier also aus einem Refrain und gehen dann quasi in den Strophenteil rein. Der klingt dann so.
hört, dass es ganz eng wird. Eigentlich nur eine Gitarre auf der Seite und der Bass, der ein bisschen wabbert. Der Rest ist alles komplett mono. Hält sich und jetzt macht das Stereofeld auf. Hier habe ich es darüber geregelt, dass ich im Refrain darauf geachtet habe, die Instrumente durchaus links und rechts außen zu pannen, also zum Beispiel den Streicher, den ich habe, die Instrumente, die Gitarren, die ich reingetan habe, links und rechts gepannt, und in der Strophe sind die deutlich mehr in der Mitte im Panorama verschoben. Das heißt, ich habe nur einzelne Elemente an die Seite gepackt, nicht das komplette Stereo-Panorama ausgefüllt, und dementsprechend kriege ich diesen Unterschied zwischen Strophe eher Mono und dem Refrain eher volle Pulle Stereo hin. Das schafft Kontrast. Wenn wir schon bei Hörgewohnheiten sind, kann man natürlich auch darauf achten, wie die Instrumente spielen. Es ist zum Beispiel so, dass staccato gespielte Instrumente deutlich hakeliger und stressiger wirken als legato gespielte Instrumente. Staccato, tak, 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 zum Beispiel Single Note, dat, 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 dat auf der Gitarre oder Synthesizer, Arpeggios oder sowas. Und legato eher so längere verbundene Noten, also la, 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 sind Legato-Noten. Und wenn man dann den Unterschied hat in der Strophe zum Beispiel mit relativ kleinteiligen, stressigen Staccato-Noten und dann im Refrain hingeht und da dann deutlich mehr Legato spielt, das heißt die Noten schön lang und verbunden miteinander spielt, dann kriegt der Refrain erstens einen Kontrast natürlich zur Strophe und zum zweiten kriegt er aber so ein wohliges Moment, dass man dann den Stress los ist, den diese Staccato, diese schnellen Staccato-Noten machen, diesen Stress los ist, und wenn der Stress weg ist, dann fühlt man sich wohl und dann möchte man den Refrain gerne hören. Das heißt, man kann also auch mit Staccato und Legato Sachen arbeiten, wie zum Beispiel hier. Staccato versus Legato. Man kann dadurch eine ganze Menge Drive in den Song reinbauen mit Staccato-Sachen und man kann mit Legato-Sachen schön entspannende Parts reinbauen. Das muss aber nicht bedeuten, dass der eine langweiliger ist als der andere. Ich habe hier mal einen Song aufgemacht, wo ich jetzt mal die Vocals weggemacht habe, ein klassischer Rocksong, und du hörst sofort, ich starte mal kurz. Die Gitarre spielt dakka, 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 ein ganz cooler Staccato-Groove irgendwie, also passt natürlich auch zum Rocksong hin, aber wenn ich den Staccato-Groove jetzt auflöse in Richtung Legato, dann kriegt das nochmal ein bisschen mehr Schwung, achte mal drauf. Schön abwechselnd, Staccato, Legato. Jetzt in den Refrain, der nur legato ist. Ich habe das Staccato-Feeling zwar noch drin, aber dadurch, dass ich nicht mehr abdämpfe auf der Gitarre und die Töne länger stehen lasse, kriege ich dieses Legato-Feel in das Staccato, ja, wenn das Sinn macht überhaupt. Aber du merkst den Unterschied zwischen den Staccato, zwischen den abgedämpften, abgehackten Noten. Das könnte ja, wenn es nicht eine Gitarre ist, könnte es ja auch ein Arpeggiator zum Beispiel bei einem Synthesizer sein oder ein Loop, der aus ziemlich kurzen Noten besteht. Aber du merkst den Unterschied, wie viel Energie das haben kann, wenn du von dem Staccato in das Legato reingehst. Und ich meine, gut, hier ist es ein Rocksong, da passt das ganz perfekt, aber du kannst natürlich in jedem anderen Genre auch perfekt damit arbeiten und da Kontrast mit generieren. Eine weitere Hörgewohnheit zum Beispiel in Songs ist, dass energiereichere Teile des Songs ein deutlich größeres Höhenspektrum haben als energieärmere Sachen. Das heißt also, je tiefer du spielst, umso ruhiger und umso entspannter und umso energieärmer wirkt der Teil. Je mehr Hochtonanteile der Teil im Song hat, umso energiereicher wirkt der Song. Das kann man sich natürlich auch zunutze machen, wenn man zum Beispiel die Strophe vom Refrain trennen will, dass man in der Strophe eher so in tieferen Lagen spielt, vielleicht am Klavier eher so um C3 oder sonst was irgendwie rum, irgendwie so im unteren Bereich. Und wenn man dann zum Refrain hinkommt, dann kann man die oberen Register auch noch dazu nehmen, da auf der Gitarre kommt vielleicht noch eine Gitarre dazu, die etwas höher spielt, der Sänger singt vielleicht eine Oktave höher, und alles, was dann noch im Oberton- und im Hochtonbereich dazukommt, das gibt mehr Energie und verleiht dem Refrain dann den deutlich höheren Energielevel als der Strophe. Also in der Strophe lieber etwas tiefer spielen und im Refrain ruhig Instrumente dazugeben, die auch im Hochtonbereich, im Obertonbereich eine ganze Menge reingeben. Obertonbereich ist nicht der Hochtonbereich, aber du weißt, was ich meine, ne? Also der höhere Frequenzbereich auf jeden Fall bedient. Zum Beispiel einen Streicher oben drauf machen, den man nur im Refrain spielen lässt. Dadurch kriegt der Refrain automatisch mehr Größe, mehr Energie, mehr Power und wirkt dann also unterschiedlich zur Strophe. Das ist ja das, was wir wollen. Ich habe das zum Beispiel hier gemacht. Ja, auch dunklere oder hellere Teile kann man sehr gut unterscheiden in meinem Song, den ich hier benutzt habe. Wir hören hier mal in die Strophe rein. Da bin ich eher im unteren Register unterwegs. Das heißt, ich spiele eher so die tieferen Sachen in der Strophe, um das ruhig und energiearm zu halten.
ergänze jetzt das Piano, aber alles nicht im wirklich höheren Frequenzbereich. Aber jetzt zum Refrain hin kommt jetzt der Hochtonbereich. Streicher, hohe Gitarre und jede Menge andere Zeugs, was da oben rumsisselt. Also der Unterschied zwischen Hochton- und Tieftonbereich ist auch ein schönes Kontrastmittel, mit dem man einfach dafür sorgen kann, dass man zwei Teile akustisch voneinander trennen kann und interessanter gestalten kann. So sieht's aus. Stress habe ich ja gerade schon angesprochen bei Staccato und Legato. Wir haben es ja gerade gehabt, dass Staccato-Noten Stress machen und dich wohlig in den Refrain reinlassen, wenn die Legato-Noten kommen. Man kann es aber auch umkehren. Wenn man stressige Elemente ergänzt, haben die ja auch ein gewisses Energielevel. Das heißt, wenn du einen ruhigen, relativ getragenen Strophenteil hast, dann kannst du im Refrain zum Beispiel mit jeder Menge Percussion-Elementen dafür sorgen, dass richtig Alarm ist, dass richtig Energie reinkommt in diesen Teil und dass man über diese Loops oder was auch immer man da ergänzt, man kann ja Percussion-Loops noch zusätzlich zum Schlagzeug zum Beispiel ergänzen, Handclaps, also Klatscher, Tambourin, sag was, irgendwas, was auf jeden Fall kurze, zizzlige Geräusche macht und überall, dass irgendwo was los ist, wie zum Beispiel, wenn du den alten Backstreet Boys Songs anhörst, dann wirst du feststellen, dass im Refrain, gerade im Zizzle-Bereich, da im Percussion-Bereich unfassbar viel los ist, in der Strophe eher weniger, da ist meistens das Schlagzeug alleine oder nur vielleicht ein Handclap drauf und wenn man da so einen Unterschied macht zwischen eher getragen und wenig Percussion-Elemente in der Strophe und deutlich mehr im Refrain, dann hat man zum Beispiel auch einen Effekt, dass der Refrain tanzbarer wird. Man fühlt sich angeschoben durch diese vielen Percussion-Instrumente und auch dadurch kann man Unterschiede generieren in den unterschiedlichen Energieleveln, wie zum Beispiel hier. Okay, mit Percussion-Elementen kann man auf jeden Fall eine ganze Menge mehr Drive und Energie vor allem in die ganze Sache reinbringen. Und ich habe mal hier einen Teil aufgerufen, nur die Percussion-Elemente gesolot quasi. Und wir hören mal rein, wir sind gerade mitten in der Strophe, wo natürlich naturgemäß wenig los ist, möchte ja großen Kontrast haben. Und ich habe nur den Beat hier. Ne? Und ergänzt den jetzt Stück für Stück einfach ein kleines bisschen. Kommt der Clap hier dazu. Und jetzt baue ich aber direkt wieder ab, um eine kleine Rampe zum Refrain hinzubauen. Alles weg. Und dann plötzlich ist eine ganze Menge mehr da. Und wenn ich das jetzt mal solo ausmache, also dieses Percussion, was jetzt hier vorne, vor allem im Refrain alles zu sehen ist, hier dieser ganze Kram, der soll auf jeden Fall dafür sorgen, dass es tanzbar ist, dass es mehr angeschoben ist und so weiter. Und wir hören mal zusammen an, wie es dann ohne Solo klingt, das heißt im kompletten Song. Da der reduzierte Beat. Clap. Es geht ein bisschen mehr ab. Und ich nehme den Clap aber sofort wieder weg, um die Rampe jetzt zu bauen für den Refrain. Und schon möchte man lostanzen und wird durch die Percussions dabei noch angetrieben. Wunderbares Mittel, mit Stress über Percussions dafür zu sorgen, dass der Song mehr Energie kriegt. Aber jetzt kommen wir zu einem ganz bösartigen Thema, denn Kill Your Darlings ist eine meiner Lieblingsregeln, die zwar unfassbar wehtut, aber die ganz, ganz wichtig ist, wenn man die Dynamiktreppe in seinem Song generieren will. Dynamiktreppe habe ich noch nicht erklärt. Ne? Man sollte darauf achten, dass man verschiedene Dynamikstufen, also Energielevel im Song hat. Man fängt hier zum Beispiel beim ersten Refrain an, wenn man den Song mit einem Refrain anfängt, dann hat man darunter in einem deutlich niedrigeren Energielevel die Strophe. Die Strophe, dann kommt der nächste Refrain, der ist natürlich höher im Energielevel, etwas niedriger, da kommt dann die zweite Strophe. Nach der zweiten Strophe kommt der nächste Refrain, der natürlich wieder ein bisschen höheres Level hat oder eine Bridge, die ein kleines bisschen höheres Level hat. Dann lässt man nochmal runterfallen, wird vielleicht ein bisschen ruhiger und kann dann im letzten Refrain so ein richtig hohes Energielevel ansetzen. Um das zu erzielen, darf man natürlich nicht alle Elemente, die man sich im Rahmen der Produktion oder beim Schreiben vom Song einfallen lassen hat, sofort von vornherein einsetzen. Das heißt, wenn du alles reinhaust in den Song, schon in den ersten vier Takten, alle Synthesizer, alle Arpeggios, alle Chöre, Vocals, alles, was du dir hast, Tolles einfallen lassen. Wenn du das alles einsetzt ganz am Anfang, dann ist quasi deine ganze Energie schon verpufft. Der Song ist auf dem Level und er wird von diesem Level nicht wieder runterkommen, wenn du das komplett bis hinten durchziehst. Kill Your Darlings bedeutet, dass man sich notgedrungen von heißgeliebten Teilen verabschieden soll. Nicht dauerhaft, aber zumindest am Anfang zum Beispiel ein bisschen weniger einsetzen. Durchaus ein Refrain machen, wenn man mit einem Refrain startet, aber da eben nicht alle Elemente, alle Chöre, alle Vocals, alles reinzupacken, sondern nur einen spärlichen Refrain. Dann die Strophe natürlich wirklich ganz rudimentär halten und dann Stück für Stück mit jedem Energielevel ein oder zwei Elemente dazugeben. Das sorgt dafür, dass der Song interessant bleibt und dass du alles, was du dir Tolles hast einfallen lassen, quasi dann
hinten ganz am Schluss zusammenbringst, im letzten Refrain, wo alles spielen darf, was dir jemals eingefallen ist. Der Sänger darf noch andere Lines singen, es darf richtig Chaos sein, es darf richtig was los sein, so damit wir den Effekt hinkriegen, dass der letzte Refrain, den der Zuhörer hört, volle Pulle Alarm hat, richtig geil ist und den Wunsch weckt, dass der Zuhörer den Song sofort nochmal hören will. Also, kill your darlings, zumindest am Anfang, und bring deine Lieblingsteile erst so Stück für Stück rein, dann kannst du unterschiedliche Energielevel gestalten. Wir schauen mal, was ich hier gemacht habe. Ja, kill your darlings, ey, mein Lieblingsspruch. Ja, auf jeden Fall, es ist ganz wichtig, dass man sich hin und wieder mal einfach von einigen Sachen trennt im Song, und so ist es auch hier bei diesem Song gewesen. Wenn du mal hier schaust in den Teil für den Zwischenteil, den ich hier gemacht habe, was hier alles ausgegraut ist, das habe ich am Ende des Tages alles wieder rausgenommen. Ich hatte mich voll verliebt in das ganze Zeug und habe dann aber festgestellt, es ist für diesen Zwischenteil einfach zu viel, da kommt zu viel Energie zusammen, und dementsprechend musste ich mich davon trennen, um einfach die Energielevel zwischen dem Zwischenteil und dem nächsten folgenden Refrain einfach höher zu halten. Das heißt, ich habe hier unfassbar viel an Drums rausgenommen. Alles, was du hier grau siehst, ist alles rausgenommen worden. Und du siehst ja insgesamt, dass ich hier auch in der Strophe hier ganz wenig Instrumente drin habe. Da war eine ganze Menge. Hier habe ich zum Beispiel an dieser Stelle hier, siehst du hier dieses kleine Schnipselchen, da habe ich den Bass abgeschnitten. Das heißt, ich habe den Bass nicht komplett raus, noch nicht komplett drin gelassen, um einfach dafür zu sorgen, dass nicht zu viel los ist. Und auch wenn ich mich in den Bass voll verliebt hatte, ich musste mich leider davon trennen. Dieses Piano, da ist nur ein kleiner Schnipsel von übrig geblieben, der war viel länger. Die Streicher hatte ich hier eigentlich, also unfassbar viel Zeugs, was ich einfach rausgeschmissen habe, damit ich diese Energieleiter aufbauen kann und dafür sorgen kann, dass der Song sich Stück für Stück dann steigert, um dann alle Elemente, die ich mir habe einfallen lassen, dann im letzten Refrain zusammenzubringen. Kill Your Darlings, es tut wirklich weh, Sachen rauszustreichen, um sie dann vielleicht erst zu einem späteren Zeitpunkt im Song kommen zu lassen, aber es hilft ungemein, die Spannung im Song oben zu halten und immer mal wieder was Neues bringen zu können für den Zuhörer, damit er sich nicht langweilt. Also tut weh, aber wichtig. Der siebte und letzte Trick ist eigentlich so banal wie einfach, man kann lauter und leiser spielen, um verschiedene Teile voneinander unterscheidbar zu machen. Jeder kennt das von einer gut eingespielten Band, die live auf der Bühne steht. Da spielt man, wenn man ein bisschen leiseren Part hat, zum Beispiel eine Strophe, etwas leiser, etwas zurückgenommener und steigert sich dann so hin zum nächsten Refrain, um dann da volle Pulle zu geben. Und diese Dynamikstufen, die kann man natürlich auch in der Produktion ein bisschen einhalten und dafür sorgen, dass einzelne Teile, zum Beispiel die Strophe, ein bisschen leiser einfach gespielt wird als der Refrain zum Beispiel. Wenn man das nicht über die Produktion regeln kann, über die Tricks, die ich dir gerade schon verraten habe, die anderen sechs, dann kann man das durchaus auch über eine Automation auf dem Masterbus machen. Das heißt, man kann auch da zum Beispiel einzeichnen, dass der Refrain ein oder maximal 2 dB lauter ist als die Strophe. Das ist nicht wirklich wahrnehmbar, aber das sorgt auf jeden Fall dafür, dass kleine Unterschiede zwischen den beiden Teilen schon generiert werden. Und ich kann dir mal zeigen, wie ich das hier bei diesem Song gemacht habe. Ja, lauter und leiser kann man natürlich tatsächlich über die Spielweise der Instrumente gestalten und über die Menge der Instrumente, aber man kann es eben auch über so einen kleinen psychologischen Trick auch über die Automation des Masterfaders machen. Man sorgt einfach dafür, dass unterschiedliche 1, 2 dB zwischen Strophe und Refrain sind. Und unser Ohr hört ja alles, was lauter ist, auch besser oder fühlt sich damit auf jeden Fall besser und glaubt auch, dass es besser klingt. Dementsprechend sind natürlich die lauteren Teile auch gerne genommen. Und 1, 2 dB nimmt man so im gesamten Dynamikspektakel des Songs nicht wirklich wahr, wenn die mal hinzugegeben werden oder weggezogen werden. Und ich habe das bei diesem Song, den ich hier aufhabe, auch habe. Wir schauen mal hier ganz nach unten. Da sind eine ganze Menge Spuren, wo hier nichts passiert. Das siehst du hier, das sind alles Automationsspuren. Und speziell die letzte, wenn ich mal auf A drücke, hier, dann sieht man, dass hier die Automation unten aufgeht. Und wenn ich hier mal reingehe, dann siehst du hier, wir fangen mit einem Refrain an, den habe ich auf minus 1 dB gelassen. Dann gehen wir auf eine Strophe, minus 2 dB. Das heißt, ich habe 1 dB von der Strophe vom Refrain zur Strophe abgezogen. Dann zum nächsten Refrain hin wieder eins drauf, ein bisschen lauter gemacht. Dann wieder ein kleines bisschen lauter, aber nicht ein kleines bisschen leiser zur nächsten Strophe hin. In die Strophe sogar schon eine kleine Steigerung reingebaut. Ich bin also nicht auf minus 2 zurückgegangen, sondern auf minus 1,8 und habe von minus 1,8 auf minus 1,3 dann gesteigert, um im letzten Refrain dann auf die 0 zu kommen. Ich habe natürlich einen Limiter, der das Ganze hinten raus noch begrenzt, aber dieses ist ja auch nur der Masterfader. Und diese Automation, die ich hier gebaut habe, sorgt automatisch dafür, dass der Song schon die Teile ein bisschen mehr betont, die wichtiger sind, nämlich die Refrains. Und so kannst du die Dynamik schön über die Automation des Masterfaders steuern. Spannendes Tool und sehr, sehr hilfreich, finde ich super.
7 Tricks für die Produktion, mit denen ich meine Songs attraktiv und interessant gestalte. Und vielleicht hast du ja mal Lust, wenn du das nächste Mal im Auto sitzt und dir mal ein paar Songs im Radio anhörst, einfach mal drauf zu achten, wie die Profis das machen. Achte mal drauf und guck mal, was dir da auffällt bei den verschiedenen Songs, wie da Dynamik gestaltet wird und Unterschiede gestaltet werden zwischen Strophe und Refrain. Egal, ob du jetzt einen normalen Pop-Rock-Sender hörst, 70er, 80er, 90er, oder ob du einen Jugendsender hörst, alle Songs funktionieren nach demselben Schema, unterschiedlicher Energielevel. Und vielleicht hast du ja auch noch ein paar Tricks, die ich vielleicht noch nicht weiß und die du mir verraten magst, die du uns verraten magst, dann schreib sie doch gerne unten in die Kommentare rein, denn ich bin sehr gespannt, welche Tricks ich noch nicht kenne, um meine Songs interessanter zu gestalten. Da ist bestimmt eine ganze Menge dabei. Ich habe 7, vielleicht habt ihr noch 27 und zusammen sind es dann 34. Ja, richtig gerechnet. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, von dir zu lesen, unten drin deine Tricks auch zu erfahren. Dann haben wir hier eine Riesenbibliothek unter dem Video, wo drin steht, wie man seine Songs wirklich spannend gestalten kann. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du das machst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du auf Daumen nach oben drückst. Und wenn es dir nicht gefallen hat, drück zweimal auf Daumen nach unten, also zweimal, ganz wichtig, dann ist das auch klar. Und falls du noch nicht Abonnent dieses Kanals sein solltest oder Mitglied der Recording-Blog-Familie, was man damit automatisch wird, dann ist doch jetzt ein super Zeitpunkt, mal kurz drüber nachzudenken, ob du nicht vielleicht doch noch auf den Abo-Knopf drücken solltest. Bui! Und daneben nicht die Glocke vergessen, dann kriegst du auch einen Hinweis, wann das nächste Video rauskommt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassou!